Hallo, wir sind jetzt 200 auf Lederverarbeitungskunst und bekommen von ihm jetzt gerade eine Quest. Zehn Hab Stück gestecktes günstige Leder sollen wir ihm Rinde. bringen. Sie haben wir. Kriegen jetzt die Wildlederzeugs. Wir sehen uns wieder. Seid Also vorsichtig. die Quests werden wir auf jeden Fall machen. Geht in Frieden. Questlog ist voll. Also wir wissen, können das eh noch nicht machen. Der dicke Rüstungsset und Schildkröten, Schuppen, Brustplatte und sowas können wir noch gar nicht bauen. Was führt euch hierher? Bringt mir. Oh. Geht mit der Erdenmutter. Oh, sie bringt mir jetzt Sachen bei. Jetzt gelernt, dicker Balk. Ich habe das Richtige für euch. Möge die ewige Sonne Nun euch gut. scheinen. Wir wissen, wir bekommen da jetzt tolle Quests. Den Apfel, ich verspeise den Apfel, wir holen uns neue Äpfel. Oh, jetzt können wir sehen, wir haben jetzt Ausdauer, Willenskraft 60. Zack, und bekommen 71. Also, und 11 dazu quasi. So. Ich frage mich gerade, wo ich die Wildkill-Quest machen soll. Da Pfeile wollte ich kaufen. Reist ins Hinterland. Ach, ins Hinterland. Ja, Was führt gut. euch hierher? Mögen die Vorfahren euch schützen. Ah, ich habe euch erwartet. So. Gut. Ausgestattet. Gehen wir jetzt erstmal zu den Seliten. Würde ich jetzt behaupten. Das waren ja, glaube ich, Seliten. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Steht jetzt Kilt 0. Kommt das von dem anderen? Addon? Wahrscheinlich.
Okay. Das ist wiederum einfache Kill-Quest. Oh, schade, da kriegen wir auch schon Quests. Ich bin außer Reichweite. Hier bekommen wir immer mehr Quests tatsächlich. Aber auch noch nicht das Wahre. Ist der jetzt echt geflüchtet soweit? So. Das ist zu weit entfernt. Warum flüchten die hier eigentlich? Ich muss näher ran. Ich bin außer Reichweite. Kann ich noch nicht wirken. Ja, unterhalb von Silithus. Also man sieht hier, natürlich hier überall, hier, 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 in dem Bereich sind überall schon die Siliten. Na komm. Ach, diese Summe gibt mir auf den Sack. Ich muss näher ran. Ich bin außer Reichweite. So. Bums und Bums. Schwupps. Ich muss näher ran. Greifen wir jetzt hier Zornstachel an.
Anscheinend brauchen wir den sogar für irgendwas. Zahnstachelsdrüse, guck mal an. So. Es bringt nichts, du bist vergiftet. Das ist zu weit entfernt. Blöd, blöd, blöd. Habe ich die Schokolade? Ja. Ich habe die Schokolade. Und Quest steht dran, wenigstens, wie viel wir bekommen. Guck an. Ja, so ein bisschen funktioniert es wenigstens. Das ist auf jeden Fall eine gute Ergänzung. So. Das lädt immer noch auf. Bums. Gut. Noch 5 Seliden. Ich bin außer Reichweite. Davon jetzt eigentlich Rang 6, ja. Hab mich gerade, ob es diese Gegner-Model in groß gibt. Glaube ja nicht. Mücken. So. Generell fällt mir gerade so auf, dass es sehr wenig Käfer gibt, oder? So Käferkreaturen in WoW.
oder täusche ich mich da jetzt? So, eine noch und dann haben wir's. Hallo, ist denn da niemand? So. Dann ab dafür zurück. Hier hoch und zu den Ogern. Schramm-Yeti-Balk. Den holen wir uns natürlich da oben. Mein Mana ist zu niedrig. So, dann zur Geschichte. Ach ja, greift mich doch nicht an. Wäre das nicht passiert. So, die Yeti-Quest mit dem Robo-Hühnchen machen wir in der nächsten Folge. Ja. Ah, ja, genau. Nee. Ich glaube, da müssen wir uns ziemlich tief bei den Yetis reinquesten, questen killen. Und das schaffen wir heute nicht mehr. Ich werde jetzt wieder ein kleines Päuschen einlegen. Deswegen reiten wir jetzt schon mal zu den Ogern hin und beenden dort dann die Folge. Verdantis. Verdantis. Verdampertatis. So, und ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal, Leute. Hau rein, tschüss.